Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Dev Pro. Yugi vs. Kaiba. Das Duell, wo er sich in die Klippe Das stellt, kennen falls wir. ihr eine Erinnerung braucht. Ja, und das Duell, bei dem Yugi verdammt viele Kuribos Und benutzt ich habe hat. mal meine Lautstärke ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht leiser bin als du. Ich hoffe, dass ich nicht mehr so oft übersteuere. Nur weil ich etwas deutlicher rede. Na, übersteuern, untersteuern, gegensteuern. Brauchst du halt mal ein Tutorial in der Schifffahrt. Ach so, ich dachte, es geht um Steuern. Musst du dir erst was durchlesen. Oh, das ist PDF, lol. Funktioniert das auch Greif so, mal an. egal. Das ist lustig. So angreifen, das ist Hoffentlich also kriegst du das, das was hier du auch noch zu willst. Ende. Will ich das? Ich hab nur gesagt, du könntest ja mal irgendwas machen. Ein Monster benutzen, wenn du schon eins hast. Danke. Au. Übrigens, der Effekt ist kein Flip-Effekt, das heißt, Greif es mich aber passiert nicht jedes an. Mal. Oh, ist aber gemein. Gut, dass du sowas noch hattest. Boah, das ist ja absolut beschissen. Alle Zauberkarten, die ich habe, sind Beschissen. nutzlos. Absolut nutzlos. So, ich setze mal das. Und dann zeige ich dir die Power meiner Verteidigung. Oh, okay. Er ist ein guter Verteidiger anscheinend. Und manche Karten in meinem Deck verstehe ich nicht, warum die eigentlich da drin sind. Die sind so schwach. Ja, aber geflügelter Drache, Festungswächter Nummer 1, der wird in der Serie auch öfters benutzt. Der ist OP. Warum hast du das jetzt zweimal? Weil ich wenigstens eine Legst Sache du es jetzt auch gleich noch ein gezogen drittes habe, Mal die hin? gut ist. Damit nochmal dasselbe passiert? Ne, das war schon so. Oh! Ich dachte schon, hast du was vergessen? Das ist jetzt aber scheiße. erstes Match gewonnen, würde ich mal sagen, Kaiba. Nun, Kaiba gewinnt es ja auch in der Serie. Er schummelt zwar ein Gut. bisschen, weil er damit droht, Man Selbstmord zu konnte begehen. nur noch gar Scheiße, nicht es ist meine Power abgestürzt. sehen. Was? Ja, funktioniert nicht mehr. Warum genau Muss bin ich heute dann noch ziehen. im Duell gegen dich? Ah, jetzt. Das habe ich gestern auch geschafft, als du abgeschmiert bist. Kommt schon noch. Naja. Unlimited. Mach ruhig nochmal ein Match. Das war jetzt so schnell. Stört mich nicht, wenn wir nochmal drei Runden machen. Du 4042. willst Nee, mir nee, ja deine nee. Kuribo Power zeigen. Nee, nee, wenn, dann läuft das schon richtig ab, ja. J. Ich mag nur nicht, wenn es so kurz geht. War das Schnelle, jetzt lange Duelle 5? mag ich. Ja. Nee, das war 6. Was? Nein, du bist bei Nummer 6. Haben wir extra aufgeschrieben. Kaiba 2 gegen Ich hab's Yami mir auch 6. notiert. Okay. Weil So, ich das fange sichere ist. an. Das ist Und du ziemlich darfst dann egal, nochmal. weil ich auf diesen Dot-Button Eigentlich hier hättest du drücke. anfangen müssen. Ah ja, genau, du gibst jetzt auf. Dann darfst du anfangen, wenn es jetzt So. nicht abschmiert. Läuft. Jetzt fange ich an. Gut. Okay. Ah, Biete einen offenen. das ist vielleicht ein gutes Starten. Zählen die als. Ich habe erstmal ein paar Schäfchen. Oh, süß! Die Karte liebe ich ja. Die habe ich ja auch in Glanz. Ich meine, logisch, die waren Yugi's Deck. Ja, ich habe damals die ganzen Decks gekauft. Joey, Kaiba, Yugi. Okay, das mache ich Die dann drei erst mindestens. Ich weiß nicht, später. wen noch. Ich glaube, das von May nicht. Schade eigentlich. Das fand ich gestern voll Die lustig. Dinger lassen sich nicht opfern, Dass ich. oder? Doch, ich denke schon. Nicht für Tributbeschwörungen. Das Achso, heißt, nee, man kann sie Kaffee. in Oh einem ja, Ritual okay. verwenden, man kann sie in einer Synchro verwenden. Ja gut, bei Xyz bräuchte man eine Xyz-Monster Stufe 1. Aber du kannst sie nicht normal opfern. Schade. Für dich. Ein Ritual habe ich nicht in meinem Deck, oder? Ich glaube nicht. Soll ich jetzt angreifen? Habe irgendwie gar keinen Bock. Lol, die Fusionskarte, die ich öfter vorhin immer 3-4 Mal hatte, die jetzt nur, habe ich nur ein einziges Mal da drin. Weißt, Warum mach ich den jetzt? bei der Runde gerade hatte ich zweimal Fusion und dann noch eine Zauberkarte, mit der ich Fusion holen kann.
Dann hast du gleich dreimal Fusion. Absolut doof. Und ich habe nur ein Fusionsmonster und dafür brauche ich drei Blauaugen. Also, was soll Die der Schmarrn? musst du dann auch noch alle drei holen. Ja, Ich das ist glaube, dann jetzt der machst du schwere meine Teil, ne? Schäfchen weg. Weil, ja, also momentan ist noch das Problem, ich habe diese Maid des weißen Drachen oder wie der heißt, habe ich im Deck noch gar nicht. Oder ich habe sie übersehen. Oh cool, dass ich Mit die der Karte könnte habe, ich das ging ja mir noch instant nicht. einen Drachen rufen. Sein Deck ist noch nicht so optimal. Willst du nichts machen, so monstermäßig? Ich kann die alle Sehe drei nicht flach wirklich was machen. Dann Sinnvolles. greife ich dich an. Ja, ma dann machen wir meine Schäfchen weg. Dafür sind sie ja da. Ich kann sie eh nicht opfern. Ich hätte nur noch eine andere Verwendung für die Schäfchen. Sie geben dir nur Zeit, Dennis. Nur etwas Zeit. Zeit brauche Aber ich. sobald du sie nicht mehr hast. Zeit ist das, was ich brauche. Und ich weiß, dass du eine Karte gelegt hast, die du hättest einsetzen können. Die Verzögerung war lang genug, dass du auf Nein klicken musstest. Ich weiß noch nicht, ob Ah, das jetzt so spielgegangen merkst du ist. das also. Yugi hat das, glaube ich. Klar, da musst du drauf achten. Nee, in einem richtigen Duell wäre es so, dann würdest du die Karte nochmal in die Hand nehmen, gucken, will ich das jetzt machen? Nein. In einem richtigen Duell sich zu merken, was da die ganze Zeit verdeckt liegt. Das ist, naja, da muss man immer wieder Richtig runtergucken. nervig. Ja, Ah. und so kann man einfach mit der Maus drauf gehen. Perfekt. Deswegen Yu-Gi-Oh! Digital ist viel besser. Man spart sich tausende Euros, diese ganzen Karten zu kaufen. Und es ist viel. Ah, Ey! gut zu Du wissen. deckst ihn auf. Mit deinen Kackschwertern. Das sind gute Schwerter, ja. Das sind keine Kackschwerter, das sind gute Schwerter. Ich könnte jetzt was total Asoziales machen. Was denn? Dann musst du aber auch mit, naja. Zeig mir, was du hast. Okay, Spiegelkraft. Ich hätte nur zwei im Angriff setzen sollen. Schade, dass Na du noch egal. keinen Blauäugigen hattest. Oh ja, den will ich gleich rufen. Da brauche ich aber deine Mithilfe. Bei dem Effektmonster hier zumindest. Brauchst du meine Mithilfe? Warte mal, 1200. Vielleicht kriege ich ja noch eine andere Möglichkeit, den zu rufen. Ah, so schnell geht das leider doch nicht. Greif mich doch an. 2 2000er deiner Monster drei soll ich Schwerter. Ah, angreifen, ne, warte, aha. nee. Eins von deinen drei verräterischen Schwertern ist weg. Das ist schon mal gut. Oho. Was passiert? Was kann das? Kannst du den auch setzen? Mir was. Nein, das leider nicht. Den muss ich ganz normal beschwören, was sehr schade ist, versteht sich. Ja, da hast du gerade zu wenig Monster auf dem Feld. Jetzt nicht mehr. Ja, deswegen solltest du vielleicht mal anfangen zu dezimieren. Ist ja schön, dass ich die Karte gezogen habe. Da Ich bringt weiß das mir nämlich, gar dass du nichts. Spielkraft nur einmal im Deck hast und bei dir liegt ja nichts mehr darum. Also das, ich brauche von nichts mehr Angst haben. Vielleicht kannst du mit Kuribo noch einen Angriff blocken, aber ansonsten hast du nichts mehr, was meinen Drachen aufhält. Oh, wunderbar. Jetzt habe ich das auch mal. Das erste Mal, dass ich das benutze. Topf der Gier. Aber du hast es nicht so episch gesagt. Schäme dich. Tut mir leid. Oh mein Gott, ist das geil. Oh, jetzt hast du zwei, aber du kannst immer noch nur einen beschwören. Ja, aber ich habe bald den dritten. Dafür muss nur eins dieser Monster vernichtet werden, das ich gerade gesetzt habe mit diesem Effekt. Ja, ich werde es also nächste Runde opfern, dann habe ich alle drei. Ich find's gerade Und lustig, du hast dass ich nichts. setzen. Ich habe nichts. Okay, wenn du meinst, dass ich nichts habe, dann habe ich nichts. Ja, ich weiß nicht, was da liegt, aber ich glaube nicht, dass du was hast, um so einen Angriff. Schau, jetzt schau dir das mal Jetzt hast du drei auf deiner an. Hand. Richtig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Fusionskarte. Oh, willst du eine haben? Ich habe eine. Oh, danke, die nehme ich tatsächlich sehr gern. Drei Stück in der Hand. Ach, zum Glück hast du keine Kartenzerstörung in deinem Deck. Wundert mich eigentlich, ich dachte, Yugi hätte die.
Ich hoffe, ich ziehe Fusion. Ja, Ach, schade, knapp. Und beschwörst du einen von denen? Denkst du wirklich, dass ich mich das traue? Weiß ja nicht. Weiß ja nicht, was du so gesagt, gerne für Sachen machst. Die Sachen machen. Oh Mist. Ein Monster weniger. Ich möchte erstmal sicher gehen, dass du nichts hast gegen Angriffe. Das heißt, ich werde dich jetzt erstmal so lange fertig machen, bis du dich nicht mehr wehren kannst. Der Schwertkämpfer ist schließlich auch stark genug, solange du nichts Gutes aufrufen kannst. Und du weißt, sobald du irgendwas Starkes rufst, hole ich meinen Blaue gegen weißen Drachen und mache ihn kalt. Aber vielleicht hast du ja doch was Schönes da unten. Superkartenzone liegen. Schick. Ja, gefällt er dir? Er ist gleich stark. Du hast nicht vor, den jetzt zu opfern, oder? Ich hoffe, du kannst ihn einfach nochmal aufrufen. Wenn du jetzt nichts hast, um Angriff abzuwehren, könnte ich dich nächste Runde. Achso, wir sind in der Battle Phase. Das erklärt, warum ich jetzt gerade nichts drücken kann. Das. Wenn du jetzt nochmal mit diesen Scheißschwertern kommst, ey. Ich. Solltest noch mindestens eine Karte setzen, sonst muss das ja. Ja, denke ich mir auch gerade so. Dann setze ich diese Karte und du bist dran. Du bist dir bewusst. Was denn? Dass ich deine Scharfspielmarke mit allem umbringen kann. Ja und? Und. Ja, ich bin mir bewusst, dass du meine Scharfspielmarke mit allem umbringen kannst. Das ist nicht mein Problem. Hallo. Hier ist er nochmal. Mystischer Djinn der Lampe. Ich könnte dich diese Runde sogar schon fertig machen, aber ich weiß nicht, was du da unten rumliegen hast und ich gehe auf Nummer sicher und mach das deswegen ganz langsam. Ah, das hast du da unten rumliegen. Toll. Das fällt wieder recht voll, findest du nicht? Das ist lückenhaft. Aber wenn das deine einzige Verteidigungsstrategie ist, dann sind deine Lebenspunkte nicht mehr lange sicher. Seto Kaiba gewinnt dieses Match. Ach nee, die kann ich ja nicht. Okay. Okay, ich habe eine Idee, versuchen wir das mal. Kreaturentausch. Jeder Spieler bestimmt ein Monster, das er kontrolliert, und ihr tauscht die Kontrolle über die Monster. Die Monster können für den Rest dieses Spielzugs ihre Kampfposition nicht ändern. Der Herr. Ah, man kann. Okay, lol, das habe ich gar nicht bedacht, dass man nicht. Na ja, gut. Was, der ist dann tot? Achso, du hast geopfert. Hätte ich dir doch lieber den anderen gegeben. Aber ich wollte nicht, dass du weißt, was da liegt unter der verdeckten Karte. Ach scheiße, die Scharfspielmarke ist im Angriffsmodus? Wieso das denn? So, hä? Hatte ich nicht irgendeine richtig starke Karte auf dem Friedhof? Jetzt bin ich verwirrt. Hättest du nicht erstmal nachschauen sollen? Nee, hast du scheinbar nicht. Der Drachenfluch wurde vorhin ja nicht zerstört, sondern dir auf die Hand zurückgegeben. Das aber ich habe eine sehr, sehr witzige Idee. Du kannst mir gerade die Hälfte meiner Lebenspunkte abziehen, warum auch immer deine Scharfspielmarke plötzlich im Angriffsmodus ist. Weil ich die in Angriffsmodus gesetzt habe, bevor ich sie dir gegeben habe. Das ist ziemlich asozial und es war sehr klug. Ja, genau. Willst du mich hier fertig machen? Ja, genau. Ich will so richtig viel durchdringenden Schaden machen. Nächste Runde werde ich sauer. Hörst du das? Willst du deinen Blauäugigen beschwören? Du wirst aber nicht mega viel machen dabei.
Oh, da ist er ja. Ist er nicht süß? Ja. Ah ja, stimmt. Krieg ich wieder. Ich hatte für einen Moment Angst, du könntest dich irgendwie verteidigen, aber zum Glück war dem ja nicht der Fall. Ich war nämlich echt nicht sicher, ob ich es riskieren soll, den zu rufen. Mist, ich zieh nur Monster. Das ist aber so eine Art von Karte. Ah, okay, dann setze ich das mal. Oh, setze Verteidigung. Mist! Ist nicht reingefallen. Hä? Ach, den willst du gar nicht töten, okay. Das andere Monster braucht auch eine Opferung. Den will ich nicht auf meine Hand zurückschicken. Ah. Ich brauche jetzt also ein 4-Sterne-Monster mit mindestens 1850 Punkten. Nee, eigentlich mit 1900. Was ein Problem ist, weil ich glaube, sowas gar nicht zu haben. Es ist echt kacke, dass du die Wand jetzt hast. Richtig kacke. Aber ich habe eine Zauberkarte, mit der komme ich dran vorbei. Die muss ich nur noch ziehen. Verteidigung aufheben. Du greifst erstmal nicht an. Ach komm. Ach, das ist nochmal eine Wand. Schön. Die Wand der Illusion. Die erste Runde hattest du gewonnen, oder? Ja, Kaiba liegt vorn. Kaiba wird dieses Match auch gewinnen. Ich weiß, du hast sehr viele Karten, die da rumliegen und du kannst dich bestimmt verteidigen. Aber... Oh! Da kommt jetzt ein recht großer weißer Drache, glaube ich. Monster. Der blauäugige Ultradrache. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt hast du dich aber ganz schön geheilt. Ach, hast du etwa nicht. Ist er nicht schön. So, jetzt sind wir so weit wie im Anime. Ich habe ihn gerufen. Jetzt komm du mit deiner Kuribo-Power, deiner coolen Zauberkarte mit Kuribos. Voller Kuribos, alles voller... Aber dafür müsste ich erstmal noch diese Falle spielen mit diesem Deckzerstörungsvirus. Den habe ich noch nicht gezogen. Das kam im Anime ja auch noch vor. Das ist interessant. Ich habe leider nichts. Warte mal noch einen Zug. Haben wir noch eine Runde Zeit? Warte nicht zu lange. Oh, Mist, eine Falle. Könnte natürlich Spiegelkraft sein oder so. Denkst du, die ist in meinem Deck? Ich bin gerade ehrlich gesagt selbst nicht sicher. Ich habe mir das Deck schließlich nicht auswendig gemerkt. Das heißt aber dann schon mal, dass es keine Spiegelkraft ist. Ja, außer ich verarsche dich gerade. Da kannst du dir auch nicht sicher sein. Kennst du den? Das ist doch Guck mal, er hat ein Horn. Ach, verarsch mich. Jetzt ist er ja sogar stärker. Ah, nein, warte, ich habe ja da was noch Stärkeres. Voll vergessen. Ja, das Gute ist, ich muss die Wand nicht mehr beseitigen. Die liegt jetzt auf meinem Friedhof, wo sie hingehört. Das Schlechte ist, dass du mir jetzt 1200 Lebenspunkte wegnimmst, was ich nicht so schön finde, aber andererseits, was soll's. Ja. Ah, nee, das wäre jetzt doof. Hast du eigentlich noch irgendeine Verteidigung? Mal ehrlich. Ich
Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Außer die bringen was. Ah, da muss ich trotzdem. Obwohl, ich kann natürlich... Stimmt, das ist ja nur... Müssen wir mal testen. Das will ich jetzt sehen, was du jetzt komm, testen Schatten. Ja, von mir aus. Ah! Das doofe Horn. Oh, warte, wen hast du denn jetzt angegriffen? Mit denen da drüben? Weiß nicht. Ja. Und ich war so nett und habe meine anderen Monster im Verteidigungsmodus gelassen. Vorsichtshalber. Sonst hätte ich dich eventuell okay. Ja jetzt schon besiegt. Kuribo! Dass du doch noch was hast. Oh cool, ein Kuribo! Warum genau hast du den jetzt eigentlich benutzt? Hast du etwa irgendwas Tolles? Hast du diese Zauberkarte? Kuribo Super Explosion? Ich weiß nicht, wie die funktioniert, ganz ehrlich. Du bist erstmal dran. Du machst nichts? Sag, bist du verrückt? Du kannst ihn doch nicht einfach im Angriff... Doch, natürlich kann ich das. Es verwirrt dich, macht dir sicher auch Angst. Hast du gefunden, meinen Blaue gegen ultimativen Drachen zu besiegen? Vielleicht, aber nur vielleicht. Denn wenn nicht, kannst du immerhin noch seinen Effekt benutzen. Nee, kannst du nicht. Weil dafür müsstest du sie abwerfen. Oho, vervielfachen. Biete ein offenes Kuribo als Tribut an. Beschwöre so viele Kuribo-Spielmarken wie möglich als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Kuribo! Wow. Und wenn du jetzt diese andere Karte hast, diese Mega-Explosion, ich glaube, die wäre dann ganz sinnvoll bei so vielen Kuribos. Aber frag mich nicht, ich habe echt keine Ahnung, was genau die nochmal macht. Dein Gegner zieht eine Karte, möchte ich das benutzen? Sag mal, habe ich ein finsternes Monster hier zufällig rumliegen? Ach, warum nicht? Das hat er im Anime auch gemacht, nur deswegen mache ich das jetzt. Kartenvernichtungsvirus! Oh. Welche Art von Karten werden davon zerstört, weil ich habe jetzt alles behalten? Monster, die stärker sind als 1500 Angriffspunkte. Oh, dann habe ich wohl keine. Okay. Kann ich? Ja, kann ich. Ich dachte, dann sind in deinem Deck auch keine gewesen. What? Minimut? Ja, lol. Was? Du gewinnst? Well played. Da habe ich dein Blaue gegen auf 0 ATK gesenkt. Gut, damit kommt jetzt das entscheidende Duell. Wenn das Spiel nicht gecrashed wäre. Oh, schade, ich bin nämlich drin. Ich habe gewonnen, steht da. Haha, siehst du schon das Ende. Unlimited. Ja, Single, alte Regeln. Lebenspunkte auf 4000 runter, weil Anime-Style. Warum ist das jetzt da oben? Bin ich auch so glitscht? Egal. J. Ich war 6, oder? Ja. Warte, meine Maus nicht da rein bewegen. Klick. Ja, gut. Stein. Hallo, ich darf eh anfangen. Du darfst anfangen? Ah ja, so. Stimmt, du hast verloren. Okay, die Karte konnte ich bislang auch nicht wirklich einsetzen. Oh, okay, da hat er sich schon mal Fusion geholt. Jetzt braucht er nur noch seine drei Drachen und dann hat er seinen Blaue gegen Ultradrachen. Da 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 da. Okay, eine Karte verdeckt, dann noch eine Karte verdeckt. Das ist sehr interessant, oh, lustig. Was? Okay, den Text verstehe ich nicht. Egal, das mache ich vielleicht mal später. Oh, zeig mir die Karte doch. Nein, tue ich nicht. Das teste ich irgendwann später aus. Mal schauen, ob was Interessantes auch passiert. Schwer zu sagen. Da bin ich mir nicht unbewusst. Ich glaube, die Karte hat im Anime anders funktioniert, glaube ich zumindest. Mist!
Ein Monster zerstört. Knapp. Übrigens, knapp deine Waffe, deine Wand will ich nicht mehr angreifen. Was? Deine Wand kann ich mehr angreifen? Was? Will ich nicht mehr angreifen. Achso. Ja, woher willst du wissen, dass da die Wand liegt? Was würdest du sonst in Verteidigung legen? Na, was, wenn ich sie noch nicht gezogen habe? Achso. Die ist dreimal hinterm Deck. Also. Und? Naja. Heißt ja nicht, dass ich sie tatsächlich gleich ziehe. Das ist jetzt irgendwie scheiße. Du bist dran. Hast du einfach nichts, um irgendwie zu verhindern, dass ich dich gleich direkt angreife? Das wäre echt episch. Dann würde ich dich jetzt gleich fertig machen. Fertig machen? Willst du mir sagen? Nee, 3000 ATK reicht noch nicht aus. Das ist kein One-Hit. Oder was auch immer du vorhast. Ich muss dir 4000 Schaden machen. Lass mich mal kurz rechnen. 3300. Und der hat nur 600. Das ist scheiße. 100 bleiben übrig. Willst du mich verarschen? Egal, dann nicht. Dann mache ich erstmal noch das hier sicherheitshalber. Aber du kannst dich tatsächlich nicht wehren. Aber ich hätte dich nicht besiegen können. 700 das Monster, das da liegt, hat nämlich nur 600 Angriffspunkte. Das Verdeckte. Schön, dass ich das jetzt ziehe. Wenn du keine verräterischen Schwerter gezogen hast oder irgendwas anderes zur Verteidigung, bist du jetzt am Arsch. Ich könnte natürlich über Dingens, aber das ist eigentlich der schlechteste Use, glaube ich, den du mit dieser Karte machen kannst, aber... Du musst verhindern, dass ich angreife, sonst bist du hinüber. Und du musst zwei Monster blocken. Da reicht eine einfache Wiedergeburt nicht. Ist das jetzt ein Scherz? Hä? Ach so! Ich brauch ein Opfer. Oh, an dem komme ich natürlich nicht vorbei. Ja, genau! Das ist wieder so ein super OP-Zug von Yugi's Deck. Haben wir mal eben ein Monster mit 3200. Verdammt, ey. Das ist echt kacke. Ja. Ich komm nicht so leicht vorbei. Es ist ein starker Unterweltler, ja. Problem ist halt, wenn du ihn wegmachst, dann weiß ich wieder, was ich ziehen werde. Zieh wieder dieses Horn. Das immer sinnvoll ist, eine andere Frage. Dann mache ich das da und dann mache ich das da. Und jetzt darfst du überlegen, wen du angreifen willst. Ich würde fast sagen, der offen ist. Ja, und den Zug danach. Und die Karte ist lustig. Es könnten beides Wände sein. Beides? Ja, das könnte sein, das ist das Problem. Aber der geht jetzt erstmal weg. Schade, das war ein Weil auf der Hand will ich den ja eigentlich jetzt nimmer haben. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Das wäre nämlich ziemlich scheiße. Auf dem Feld gefällt er mir schon viel, viel besser. Ja, ich brauche einen blauen gegen weißen Drachen. Bitte Gott. Gib ihn mir. Weißt du, was auch doof ist? Ich glaube, ich habe keine Ausrüstungszauberkarten in dem Deck. Wie soll ich an 3200 Punkten vorbeikommen? Ich lasse da sogar drei Karten liegen. Läuft bei dir. Naja, ich habe halt so ein bisschen vorgesorgt. Tu mir den Gefallen und zerstör sie nicht. Aber du könntest sie natürlich auslösen. Du hast nur noch zwei Karten in der Hand, was überlegst du so lang? Greif an! Ich schwöre bei Gott, du hast eine ziemlich hohe Chance, keine Wand anzugreifen. Bei deinem Glück triffst du bestimmt das richtige Monster. Außerdem kannst du ihn ja nächste Runde gleich widerrufen. Er ist ja nur auf deine Hand zurück. Und dein Horn des Einhorns kommt ja dann nächste Runde auch gleich wieder, wenn du sie ziehst. Insofern könntest du es tatsächlich riskieren. Und irgendwann musst du an der Wand vorbei, sonst kannst du mich nie direkt angreifen. Warte, ich mach mal das hier. Solche Tipps, ich bin verrückt. Ja, genau. So, welches Monster für dein Monster möchtest du mir denn gerne geben? Ich hab dir gesagt, das Monster, das ich zuerst gesetzt habe, ist keine Wand. Der in der Mitte. Okay. Tauschen wir die Kontrolle jetzt eigentlich für immer? Ich glaube. Steht nämlich nicht, dass es irgendwann aufhört. Ist ja lustig. Ja, okay, stört mich jetzt nicht. Dann weiß ich zumindest, wenn ich angreifen kann.
Ich hätte den Angriff spielen sollen, aber. Der arme keltische Wächter. Dann hätte ich durchdringende Schaden machen können. Lass mich mal was lesen. Mist, ich kann das eh nicht benutzen. Willst du jetzt ein blauäugiges Spiel? Ah ne, warte, gerade eben bin ich sogar stärker. Dann müsstest du gucken, dass du einen blauäugigen stärkst oder so. Warte mal. Also theoretisch müsste das jetzt funktionieren. Was denn? Ja, oh lol, der ist zweimal abgehört. Versteh ich nicht. Was? Was denn? Der hat keinen Effekt! Biete ein finsternes Monster mit 1000 oder weniger Attack als Tribut an. Ich dachte, es geht nicht, weil er verdeckt ist, aber es geht auch nicht, wenn er jetzt nicht mehr verdeckt ist. Was denn? Warum kann ich die Karte nicht benutzen? Du weißt aber schon, Fallenkarten kannst du nicht in dem Zug benutzen, in dem du sie setzt. Hä? Oder was, welche Muss Karte? Ich das dann machen, wenn du dran bist? Ja. Oh. Oder eben nächste Runde. Also wirst du es wahrscheinlich dann machen kannst, wenn ich anfange dran zu sein, dann wirst du es wahrscheinlich ketten können. Ja dann mache ich das doch so. Du hast recht. Oh, das ist so geil. Ciao, ciao. Monster im Deck zerstören. Will ich Monster im Deck zerstören? Eigentlich ja nicht. Musst du alle mit 1500 oder mehr? Nein, ich kann da ja oder nein anwählen. Achso, echt, du konntest. Ach ja, stimmt, das ist auch freiwillig. Interessant. Warum auch immer man das tun sollte. Oh, Leute, das ist so lustig. Und Wiedergeburt hast du, glaube ich, schon benutzt. Ja, ist in deinem Friedhof. Sehr gut. Dann komme ich jetzt endlich mal weiter. Das und kann dich bringt mir jetzt. Ich hatte echt Angst, dass du das hier nicht schaffst. Das bringt mir nichts. Naja, willst du jetzt deinen Drachen holen? Falls du den hast. Das war Fusion, mehrfach. Aber ich habe keinen Drachen. Achso, ach hast du das dreimal Fusion jetzt auf der Hand? Nee, dreimal nicht. Oh, das ist... Ich habe leider nur ein Monster zum Angreifen. Aber nächste Runde bist du K.O., wenn du nichts setzt. Ja, hier. Vielleicht habe ich ja dann noch ein zweites. Hier, ich setze was. Und kannst du dich da mit wehren? Fuck, man. Weißt du, was ich hier habe? Das, was ich vorhin gemacht hatte, dass ich ein Kuribo oder dass ich was opfere und dein Monster auf 0 ATK senke, das habe ich zweimal. Dann habe ich diese Detonation mit den Kuribo-Spielmarken. Ach, cool. Und aber Mystical Box. Dann darf ich Monster mit dir tauschen. Aber du hast ja nichts gut. Also du hast jetzt nichts, was jetzt wirklich mega sinnvoll wäre. Und da habe ich natürlich noch das hier. Tauschen? Heißt das nicht? Hast du jetzt ernsthaft nichts, um mich aufzuhalten? Das ist nicht dein Ernst. Und greif halt nicht an. Mir ist das ziemlich weh. Das ist ja irgendwie lächerlich. Das hier hätte ich übrigens noch einsetzen können, für den Fall, dass du irgendeine tolle Zauberkarte bist. Das ist die Kuribo-Bombe. Tolle Zauberkarte. Es kommt aber drauf an, wie die Karte funktioniert. Ja, damit gewinnt Kaiba. Als Zerstörung ist keine Annullierung. Ja. Damit hat Kaiba gewonnen. Wie im Anime. Weil Yami Yugi davon abhält, Kaiba zu besiegen. Und die beiden dann in einem Zwist und Streit sind. Tja. Und abgesehen davon hat Yugi jetzt seine Sternchenmarken für diesen Handschuh verloren an Kaiba, der jetzt ins Schloss darf, um Pegasus zu jagen. Yugi ist jetzt sautraurig und kann nicht ins Schloss. Und deswegen kämpft Thea jetzt gegen Mei als nächstes, um ein paar Spielmarken zurückzuerobern für Yugi. Aber das passiert erst im nächsten Part. Bewerte nicht vergessen und tschüss. Tschüss.